Das ist ja sehr nett. Hier. Ein schmerzhaftes Wesen. Und einen geheimen Eingang. Aua, aua, aua. Eine Sammelkarte. Vulcano Express. Stein. Massenzerstörung. Eine furchtbare Kraft, die vom herrenlosen Grubenwagen in Schach gehalten wird. Mag Krimis. Mag nicht Geschwindigkeit. Eine ganze Schatzkiste nur für eine Karte? So ein Mist! Lass uns eine andere suchen! Was, alle Karten, die wir finden, sind wertlos? Stell dir vor, sie sind wie Vitamine, nur für den Extra-Geschmack da. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nicht herausgefunden, wofür diese Karten im Grunde gut sind. Weil so, dass sie irgendwelche Statusveränderungen bringen oder so, wäre mir jetzt noch nicht aufgefallen. Norden, Master Cave. Westen, Toasthöhle. Südosten, zum Schloss. Gehen wir jetzt mal zum Master Cave, gucken, was uns da erwartet. Weitere Fischmonster. Was ist das für ein Schnarchen? Da oben würde ich mal gerne rauf. Vielleicht kommen wir das im späteren Spielverlauf noch. Hey, noch eine Statue. Was geht? Willst du mit den coolsten Mädchen überhaupt abhängen? Warte, Idyll, du bist ein Mädchen? Das war auch eine sehr lustige Stelle, die mich anfangs echt überrascht hatte. Dies ist die Monster Cave, nur für Profis. Soweit ich kenne mich nicht ganz genau aus mit den uralten Zelda-Spielen, aber das hier ist auch eine Anspielung, wie ich weiß, mit dem Mann in der Höhle, dem man mit der Fackel Feuer ins Gesicht schießen kann. Habe ich mir sagen lassen. Und dann gehen wir mal wieder zurück zum Schloss, gucken. Und da gehen wir erstmal hier links. Und noch eine Höhle. Vielleicht erwarten uns dann noch mehr Schätze. Ein neues Schalterrätsel. Gut. Irgendwie. So. Dann. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Rätsel hier ist mir auch neu. Da muss ich hin. Ich muss. So, probieren wir es noch einmal aus, bevor wir hier zu lang festhängen. Wenn ich da hin muss, muss ich das Eis so stapeln, dass ich das von hier rüber schicken kann. Der Effekt heißt immer so. Ich muss echt sagen, da stehe ich gerade auf dem Schlauch. Ach, okay, ich glaube, ich habe es gefunden. Yay! Und eine weitere Spielkarte.
Jenny Witch Monster Brötchen. Jenny Brötchen, die seltsamste des seltsamen Haufens, schläft vermutlich gerade bei der Arbeit. Vollpelz. Mag Tee, mag nicht streiten. Ich finde auch, die Charaktere sind nicht nur gut gemacht, sondern auch sehr lustig. Mitunter, wie hier riesige Pfannkuchen-Sirup-Monster. Dazu muss ich sagen, ich habe mir die englische Übersetzung noch gar nicht angeguckt. Das Ganze ist von Ludosity, die meiner Meinung nach sehr gute Indie-Spiele machen. Unter anderem auch Card City Nights, was ein Spiel ist. Das kennen wir schon. Was ein Spiel ist, was von allen Spielen die Charaktere aufnimmt und damit eine Art Yu-Gi-Oh! Sammelkarten Anspielung draus macht. Und dadurch habe ich das Ganze auch kennengelernt. Und muss sagen, das Spiel hat mich auch positiv überrascht, auch wenn das nicht sehr anspruchsvoll war. Und ein weiteres Papierstück für unsere Papierleistenherzen. Ist hier noch irgendwo? Warte. Für den Preis von ungefähr... jetzt können wir hier auch durch. Für den Preis von ungefähr 10 Euro kann ich es jetzt nicht jedem empfehlen. Also Zelda-Fans sollten sie... Und Fans, die dieses ganze Genre mögen, sollten sie es vielleicht mal überlegen. Und allen anderen kann ich es auf jeden Fall empfehlen, sobald es im Angebot ist. Hier war ich auch noch nicht. Achtung, ne Gärtnerei im Gange. Wie? Ich hack dich in Stücke. Arrgh. Au. Au. Ach, die machen 2 Schaden. Oh, da habe ich jetzt... Das habe ich gar nicht gemerkt. Aber es ist... Aua. Das tut mir doch nicht weh. Das ist immer... Also das ist jetzt echt ein bisschen schwer, muss ich sagen. Ja. Oh. Herz. Tot. Tot. Portalfahrt und Flammenfahrt. Ich denke mal, das hat Auswirkungen, was für eine Waffe wir dabei haben. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir mal die den Flammenpfad. Und kommen auch direkt nicht weiter, weil ich die Bombe zum Explodieren bringe. Das war eine sehr schlaue Idee von mir. Genau wie das. Wie schon erwähnt, das ist, wenn man einmal einen falschen Zug macht hier, kommt man nicht weiter. Aber man kann zum Glück die Räume, wie gesehen, schon immer... Okay, ich schiebe die Bombe runter. Die Bombe. Das müsste gehen. Rüber. Na, jetzt geht's. So. 4 Schalter. Ein Haufen Trockeneis. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.
und Tür offen. Und hier sehen wir wieder die Kristalle. Und hier sieht man auch, einige davon gehen sehr schnell aus. Hier sieht man auch, was ich meinte, die Steuerung ist manchmal ein ganz kleines bisschen schwer zu treffen und das ist auch auf einem Handy sehr schwer. Und was kriegen wir jetzt? Eine weitere Sammelkarte. Tor, Konstruktstein. Ihre Mission ist, sich allen in den Weg zu stellen. Mag schnelle Autos, mag nicht fusseln. Okay. Und hier geht's weiter und eine Schatztruhe. Geld, 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 Geld. Ja. Hier sehen wir auch, um hier durchzukommen, brauchen wir eine weitere Waffe. Wahrscheinlich, weil hier nichts ist, womit wir das Feuer löschen können. Deswegen gehen wir mal zurück. Oh, du hast schon wieder etwas Geld gefunden. Und hier ist unser Floß. Ich schnitz dir ein Floß, wenn du mir das Artefakt aus dem großen Schloss im Norden bringst. Anders kommst du hier nicht weg, also finde das Artefakt. Ei! Und leider können wir uns noch nichts leisten. Also gehen wir mal weiter. Und hier eigentlich durch. Ah, okay. Wir müssen die beiden da erledigen. Wie man es gerade schon gesehen hat, dass unser Flammenschwert macht schon mehr Schaden. Zack, zack, zack. Jetzt können wir hier auch die Bomben verschieben. Also verschieben konnten wir sie vorher halt schon. Nur jetzt können wir auch, ups, die Bomben an die Plätze schieben, an die sie gehören. Da sehen wir auch schon eine weitere Schatztruhe. Und eine weitere Sammelkarte. Jenny Reach Monster Frosch. Jenny Frosch. Würde es dem Establishment schon zeigen, wenn es sie nicht bezahlen würde. Mag Skateboarding. Mag nicht Arbeit. Aha, das sind die ganzen Gegner, die wir hier getroffen haben. Und eine weitere Schatztruhe. Und immer noch nicht genug Geld, gehen wir jetzt hoch und... Na, wir gehen lieber ins Dunkle. Und da haben wir wieder... unseren... Freund. Freundin. Wohl eher, wenn's... sieht aus wie diese Jenny und... nur, als wenn sie... ein und derselbe Gegner wäre, halt nur mit verschiedenen Kostümen. Hier haben wir wieder Kristalle. Schnell, schnell, schnell. Ja, geschafft. Und eine Schatztruhe. Mit einer Karte. Das ist eine Karte. Kurze. Drücke die Kartentaste, um darauf zu schauen. Da sind alle Schatztruhen versteckt. Cool. Was haben wir da Schönes? Ach. Da waren wir schon überall. Achso, die großen sind die Goldschatztruhen und die kleinen sind die anderen Schatztruhen wahrscheinlich. So, was machen wir jetzt? Guten Tag. Was ich auch sehr lustig finde, ich hatte vorher immer gedacht, dass man einen Jungen spielt, wie bei Zelda spielt man ja nicht Link, nicht Zelda, sondern Link. Das finde ich hier relativ lustig, da man anfangs, zumindest bin ich einer der wenigen Leute gewesen, die davon ausgegangen sind, dass bei The Legend of Zelda, dass man eine Frau spielt, aufgrund des Titels. Und hier... das ist wahrscheinlich auch eine Anspielung von dem Spiel. Jetzt wurden wir von einem hüpfenden
wütenden Kaktus mit Blumenhaar besiegt. Nein. Wir kriegen eine neue Karte. Ja, eine neue Karte, genau. Jenny Reach Monster Fuchs. Jenny Fuchs. Ärgere sie nicht. Mach dich nicht über ihr Outfit lustig. Sei am besten gar nicht erst auf der gleichen Insel. Mag Axtschärfen. Mag nicht alle anderen. Das erklärt auch, warum die so aggressiv auf uns ist. Da fliegt doch schon die nächste Axt. So. So, hier ein weiteres Schalter. Ja, sehen jetzt, wir haben jetzt hier zwei Möglichkeiten. Entweder ich krieg das Feuer aus oder ich betätige da den Schalter. Und ich wähle jetzt mal den einfacheren Weg. Nee, Moment. Das ist einfach ein Weg. Ich muss das hier runterbekommen, also kann ich es hier nicht längs schieben. Ich müsste das, wenn hier längs schieben. Dafür bräuchte ich aber... Okay. Und wir haben noch eine Schatztruhe. Yay. Bevor wir hier rausgehen. Oh, wir sind draußen. Gehen wir nochmal kurz hier hoch. Tür für Feuer und Eis. Der Boss wohnt oben. Okay. Nein, 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 nicht sterben. Oder doch sterben. Sie scheint aber ganz viele Äxte zu haben, die sie geschärft hat. Ja. Wie wir hier sehen, hängt die Bombe fest und wir können sie nicht bewegen. Das deutet auf die nächste Waffe, die wir bekommen können, hin. Die wir uns jetzt auch direkt holen werden.